ab zu Level 7. They are Lord, du so weit. Oh, ist er. Mir fällt gerade auf. Ja, okay. Ist ja aus der Episode schon das vorletzte Game. Also die vorletzte. Hä? Da habe ich wieder? Macht so ziemlich überhaupt keinen Sinn. Ich guck mal ganz kurz was. Ah ne, ich rufe Anfang an. Ich verstehe das nicht. Bei manchen Maps habe ich das, bei manchen Maps nicht. Macht das überhaupt keinen Sinn. Na gut. Okay. Gut. Einmal schwupps. Weg. Aber. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Interessant. Mann. Fuck. Ich hole mir mal ganz kurz. Gott, wo war das? Hier auf jeden Fall nicht, das macht keinen Sinn. Hier vielleicht. Nein. Da, genau. So, boah, alter Scheiße. Achso. Ja gut. Dann ist natürlich nicht so schön. Chainsaw Secondary Doors, Max 2 Armor. Interessant. Ja, muss man, brauche ich nicht, brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Also, ja. Das wäre natürlich am wichtigsten, aber wenn das schon 5000 kostet, dann kostet das nicht definitiv mindestens 10.000. Und damit komme ich jetzt immer noch gerade noch von 50. Ganz kurz speichern. Nein, das da. So, das erste kostet 5000, das zweite kostet, ja, wie vermutet 10.000 und das nächste kostet 20.000. Alter Schwede. Eieiei. Nur wird das oder mal das nicht, ist jetzt die Frage. Ah, komm, praktisch doch. Bam, bam. Werden wir in diesem Level mit der Kettendicke rumspielen? Dann gehen wir nach da. Da ist zu.
Oh. Whoa. Oh my god! Das kommt schon wieder zu viel auf. Viel zu viel. Alter, was ist hier schon wieder alles los? Oh, da muss los, ey, das ist ja schön, ja. Meine Güte. Oh, hier ist dunkel. Danke. So, das ist das. Hä? Seht ihr da diesen ganz kleinen grauen Punkt? Wo ist denn der? Da. Seht ihr da diesen Grundpunkt? Was das wohl ist? Aha. Also seht, tut man nichts. Kettensäge macht voll Spaß. Ja. Wenn du dich fragst, warum ich die gerade benutze, wollen wir damit am meisten Credits bekommen. Quatsch. Ja doch, Credits bekommen. Weil diese Chainsaw, die gilt praktisch immer als Glory Kill und das bedeutet, man kriegt pro Gegner die doppelte Anzahl an Punkten. Und gerade bei stärkeren Gegnern, wie zum Beispiel diesen Imps, diesen Pinkies, genau, heißt das, man kriegt relativ gut Punkte. Achso, erstmal wieder rauszoomen. Ist man ja gar nicht mehr, wo man hier ist. So, erstmal gucken, wo wir hin müssen. Da ist die immens viel drauf. Okay. Was bringt der hier? Na gut. Wir gehen mal von der anderen Seite rein. Gut. Hätten wir blauen Schlüssel haben wir nicht, dann geht es jetzt hier weiter. Oh, Alter, schon wieder so scheiße dunkel hier. Hallo? Wo denn? Ich höre dich nicht. Ach doch, da. Da. Alter, ich sehe hier einen Scheiß. Was hat es denn jetzt hier gerade geöffnet? Jetzt ist doch gerade irgendwas geöffnet. Oder? Ja.
So, jetzt habe ich etwas, was ich jetzt gerade gebrauchen kann. Ah! Okay. Was ist das hier? Kommt noch irgendwas weiter? Also offiziell ist das zwar weg, aber das ist nicht ganz gut. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Ne, von da komme ich ja. Wo kamen die denn jetzt alle her? Holy moly! Da kriegt man ja Angstzustände, kriegt man da ja. Hat man auch nicht schon. Also was haben wir bis jetzt? Wir haben bis jetzt eigentlich gar nichts. Keine einzige Karte. Also müssen wir irgendwo hin, wo man auch so hinkommt. Da zum Beispiel. Wieder eine rote Karte, finden wir also auch nichts. Da komme ich nicht weiter. So, okay, kommt man? Ne, kommt man nicht. Oh, halt, also ich gebe auch definitiv kein Secret. Okay. So, wir haben die rote Karte. Ja gut, ich komme ja schon. Das ist die mal so ungeduldig. Ich hätte ungeduldig sein müssen. Alter, durch die ganzen Wetten guckt ihr denn jetzt überhaupt nicht, wo ich eigentlich bin? Wo bin ich denn? Wer bin ich denn? Ach, da bin ich. Okay. Okay, das macht Sinn. Ich muss irgendwo hin, was rot ist. So. Aha.
the tower. Whoa! Damn position. Die Frage ist nur wie. Es gibt keinen Weg rein. Das heißt also, ich muss einfach runterlaufen. Das jetzt zum Beispiel. Die Frage ist nur wie. Hier ist kein Schalter. Was hat er jetzt genau getan? Was hat er gemacht? Achso, ich bin wieder hier. Was hat der Schalter jetzt getan? Hey, Moment mal, eben, wo sollen wir mal weiter raus? Ach so, klar, hier rüber. Lol. Das war ja intelligent hoch, Quotient hoch 20.000. Gut, okay. Das heißt also, wir haben jetzt rot abgearbeitet und wir haben die blaue Karte. Die sind wir hier hinten. Und das ist auch das Einzige, was noch unentdeckt ist. Alles andere ist bereits soweit entdeckt, ne? Weißt du schon? Ich weiß, diese Bestempel war ich auf jeden Fall schon, hier war ich schon und hier oben war ich schon. Das heißt also, ich habe 4 von 5. Einer muss also noch sein. Hier unten, war ich noch nicht. Gut. Dann. Oh! Hier. Achso, habe ich schon. Ja klar, stimmt ja. Habe ich sogar voll. So, keine Angst, Kettensägenöl ist für alle da. Gut, da muss ich rein. Was? Achso. Ah. Hä? Achso, nicht hier. Frage ist, was brauche ich jetzt hier? Was tue ich jetzt hier? Ich habe 5 von 5 Gegnern erfolgreich erlegt. Wo ist denn das Exit? Oder war das der Raum, wo ich gerade drin war? Ja! Das ist das Exit. Gut, dann stellt sich allerdings noch eine Frage. Wo ist der letzte Feind? Hier muss ich noch irgendwo was bewegen. Ach so, hier geht's noch weiter. Ah, wow, das war natürlich wieder. Wow. Das war dumm. Gebe ich zu. Das war ein bisschen sehr dumm. Na gut. Gutchen. Gutchen, Gutchen. Gutchi, Gutchi, go. Gutchi. Das war's dann. Mit dem vorletzten Level. Von der ersten Episode, dann sehen wir uns dann gleich zum letzten Level der Episode. Ciao mit V.